Hallo, herzlich willkommen zurück für den Abendteil, unseren Workshop-Teil, Tag 2 der Forsttagung. Wir fangen an mit zwei kleinen Lightning Talks. Ich habe einfach zwei Themen mitgebracht, die ich kurz zeigen möchte. Das ist einmal, dass es jetzt möglich ist, das Open Firmware auch im QEMU zu benutzen. Open Firmware ist ein Force, welches auf den Spark-Rechnern der Firma Sun Microsystems da eingebaut ist als BIOS, als Firmware, um die Rechner zu starten. Es gibt es auch auf der, oder gab es auch auf der Apple-Seite bei den PowerPC Apple-Rechnern damals. Und wenn man sich mit echter Hardware und Open Firmware bisher beschäftigen wollte, dann musste man sich eine Sun Hardware besorgen. Das sind meistens Server, obwohl es auch einige Desktop-Geräte gibt, aber auch die Desktop-Geräte haben gegenüber modernen Rechnern einige Nachteile, sind nämlich laut. Sorry, wenn ich mich da mal einmische, wir haben irgendwo ein Echo. Schau mal. Ja, genau, die Switch hören auf alle Fälle ihr Mikro leise machen, ne? Also, die Lautsprecher leise machen. Ich fürchte, das bin ich irgendwo. Jetzt ist es weg. Okay, dann war es doch jemand anders. Ja, okay, zurück zum Open Firmware. Die echte Hardware hat da die Nachteile, dass die Dinger laut sind und auch relativ viel Strom verbrauchen verglichen mit modernen Geräten. Und seit dem QEMU Version 3, QEMU ist ein Rechner-Emulator, den es unter Linux, Windows, macOS und auch anderen Betriebssystemen gibt, ist es jetzt möglich, die Spark-Hardware von Sun so zu emulieren, dass auch das Open Firmware, und zwar das Original Open Firmware, darin läuft. Ich habe jetzt hier eine Spark Station 5, das ist eine 32-Bit-Maschine. Es ist auch möglich, 64-Bit-Maschinen, also 64-Bit-Spark-Maschinen zu emulieren. Und wenn man das QEMU startet mit der Firmware-Datei und ohne, dass man irgendwelche Platten konfiguriert, dann sieht man folgendes Bild. Das Ding startet und bleibt einfach stehen im Open Firmware und wir haben ein Force, mit dem wir arbeiten können. Ich muss mal gerade noch mal ein Reboot machen, weil durch meine Rumprobiererei eben hat sich da was an der Tastatur verhakt. Das Ding bootet jetzt gerade, versucht die Platte zu finden, findet sie nicht und fällt dann zurück ins Open Firmware. Und hier kann man jetzt sehen, wir haben ein Force-System, das auch recht umfangreich ist. Wenn man sich Words anguckt, dann geht das über bestimmt 10 Seiten. Und man hat Zugriff auf die Hardware. Man kann zum Beispiel auf das Netzwerk zugreifen. Man kann auf die Platten zugreifen, wenn man denn eine Platte konfiguriert. Man hat den Framebuffer. Man kann dort Bitmap-Grafiken anzeigen. Es gibt auch schon im Open Firmware eingebaut Grafikprimitive, um Punkte zu setzen, Zeichen auszugeben, Linien zu zeichnen, solche Geschichten. Ja, und das ist eine tolle Sache. Neben der Möglichkeit, dass man das Original Open Firmware im QEMU benutzt, gibt es auch das Open BIOS. Das ist eine nachprogrammierte Open Firmware, die ist Open Source und die befindet sich auch im QEMU gleich mit dabei. Also beim Open Firmware ist es so, dass man sich die ROM-Dateien entweder aus eigener Spark-Hardware selber rauskopieren muss oder man guckt auf irgendwelchen Seiten im Internet, wo die rumliegen. Da findet man die und dann kann man die auch benutzen. Beim Open BIOS ist es halt vorteilhafter, weil das Open Source ist und der Quellcode offen liegt,
sind die Dinger auch gleich gebündelt im QEMU und können da benutzt werden. Die Autoren vom OpenBIOS waren auch mal Mitglied bei uns in der Forstgesellschaft. Ein oder andere mag sie mal getroffen haben auf dem Linux-Tag. Die sind jetzt bei Google und arbeiten dort an den Chromebooks, weil die mit Coreboot starten und das eine sehr ähnliche Technologie ist. Leider ohne Force, aber auch eine freie Firmware. Ja, das war Lightning Talk Nummer 1. Open Firmware in QEMU. Ich werde in der VD in einer der nächsten Ausgaben, ich kann nicht genau versprechen, wann, werde ich mal eine Einführung geben in QEMU mit Open Firmware, wie man damit arbeitet, wie man das Quellcode reinbringt, wie man Dateien abspeichert und nach dem Booten auch wieder laden kann. Habt ihr Fragen? Also eine der großen Sachen bei Open Firmware war ja das Durchlaufen des Device Trees. Und das heißt, man konnte irgendwie den SCSI-Bus angucken, welche Platten da so sind und ähnliches. Wie viel von der Hardware wird hier emuliert? Ah ja, genau, das geht ganz gut. Ich bin jetzt nicht vorbereitet darauf, wie man, also es wird emuliert Netzwerk, Speicher, Grafikkarte, seriell parallel Ports. Okay, reicht ja auch. Das müsste so sein. Kann man ja angucken. Es gab für Open Firmware auch ein Pong-Spiel. Läuft das auch in QEMU? Ja, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich wüsste jetzt keinen Grund, warum das nicht laufen sollte. Und ich werde das dann mal ausprobieren für meinen Artikel in der VD. Sehr gut. Ich habe das irgendwo auf einer Platte noch rumliegen. Ja, ich wollte auch noch kurz fragen, gibt es auch noch andere Applikationen dafür? Also gibt es auch Leute, die so kleine Webserver daraus gemacht haben für Open Firmware? Gibt es da gar nicht Community rundherum? Der Mitch Bradley, der das mal ursprünglich erfunden hat, der hat halt ganz viel drumherum gemacht. Und das Open Firmware von Mitch Bradley ist ja jetzt auch Open Source geworden. Das heißt, das liegt auf GitHub und das kann man sich angucken. Und da findet man sehr viel. Ob es da jetzt einen Webserver gibt, kann ich nicht sagen. Ich weiß aber, dass Open Firmware über HTTP booten kann. Also andersrum. Du kannst halt dein Betriebssystem aus dem Open Firmware dann über HTTP booten. Er kann also HTTP Client spielen. Das ist cool. Ja, und ansonsten ist es halt ein Force und man kann sich da alles reinprogrammieren, was man möchte. Man hat auf jeden Fall schon sehr viele Hardware-Unterstützung und Hilfsbefehle für die Hardware drin, wie ihr hier auf dem Bildschirm schon seht. Also sowas wie Keyboard, Maus, TTY, Konsole, TTY. Force-mäßig fühlt sich eben auch wie modernes Force an, weil Mitch Bradley auch ganz viel Force-Standardisierung mitgemacht hat. Dass viele seiner Ideen sind auch in den Standard eingeflossen. Also ich habe mich da gleich gut zurechtgefunden. Ja, probiert's mal aus.